Guck, da ist er wieder. Herzlich willkommen bei Jack zockt die Schatzinsel Teil 2. Wir sind das letzte Mal hier auf der Schatzinsel bei den Mangroven angekommen. Da ist mir mal ein Sumpfhai. Ich wusste nicht, dass es die Sumpfhai gibt. Ach nee, das ist ein Kroko. Alter, die Dinger beißen sich fest. Was ist denn jetzt? Alter! Bist du bescheuert? Da wären wir fast am Anfang der Folge hier von Handtaschen zerfleischt worden. Mangroven. Jo, in das Tiefe dürfen wir nicht reingehen. Immer schön gucken. So. Wir gehen natürlich dann auch noch in die Höhle zurück. Da gab es ja noch einen letzten Gang. Also ich erinnere mich, dass sie dieser Folge schaffen hier mit der Schatzinsel. So, hier ist das tiefe Wasser. Ich meine diese ganzen Rätsel, was ich sagte. Das sind ja einfach nur Orte, wo hier Fallen auf uns warten. Ob jetzt in tierischer Form hier mit den Krokos oder hier mit dem Stachelfallen da. Dann müssen wir hier wieder die Leertaste bereithalten, damit ich hier, ne, hier sind wir rausgekommen, oder? Ja. Da gehen wir hier von links. Kommando, links! La. So. Es stand so großartig hier da, die Mangroven. Jo, das ist ja ganz gut und schön, aber bisher habe ich nur zwei Krokos gefunden. Was sei denn jetzt noch in der Höhle oder sowas? Ja. Ist das Tiefe, hier dürfen wir nicht reingehen. Der Kerl kann nicht schwimmen. Muss im Kinderbecken bleiben. Ja, hier lang. Nee. Auch nichts. Merkwürdig. Also entweder bin ich blind oder. Warte mal. Hier ist nichts weiter. Hast du mir noch was zu sagen, Madame? So Fallout des Beast. So. Also ich habe keine Höhle und nichts gefunden. So, hier sind wir rausgekommen. Ich helfe dir. Hä? Natürlich daneben was. Natürlich gut gemacht. Dankeschön. So. Hä? 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 Aber hier. Sollte es so schon so weit sein mit mir? Wir sind doch auch auf dem Eingang aus rechts gegangen. Da waren die Krokos. Jetzt gehen wir wieder rechts vom Eingang. Jetzt ist der ganze Plunder hier. Wir gehen merkwürdige Sachen ab auf der Schatzinsel. Das juckt mich eigentlich jetzt in den Fingern wieder, nochmal mir die Schatzinsel anzugucken. Ich bin bei dir. Fall um! Jawohl! Bei der Schatzinsel. Ich habe natürlich nicht alle Verfilmungen gesehen. Diese alte Skulptur steht hier bestimmt nicht zufällig. Alle Verfilmungen gesehen. Und wenn du mir nochmal das Wort fällst, dann gibt's ein paar auf die Backen. Moment. Nicht alle Verfilmungen von der Schatzinsel gesehen. Aber. Eine der schlechtesten von denen, die ich gesehen habe, ist kam damals auf Pro7. So, Gold. Ach, warte mal, das sollte ein Pfeil darstellen, oder? Das soll mich irgendwo hinführen. Ja. Ah, Mensch.
Jo. Ich heb natürlich hier diesen augenscheinlichen, diesen vermutlichen Pfeil auf, ohne zu gucken, in welche Richtung er zeigt. Jo, also renne ich hier immer noch rum. Wie die Kuh vom neuen Tor. Zusammen packen wir das. Was? Komm, Kroko, hopp! Alter, die beißen aber was. Mann. Alter. Betty, brauchst du eine Handtasche, dann schneide sie dir selber aus dem Krokodil. Aber bitte beeil dich, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Oder ein paar Krokolederstiefel für dich. Oh, hier ist schon mal falsch. Ja. Hier war noch ein Kroko. Eine Falle. In dem Fall. In dem Fall eine Falle. In dem Falle eine Falle. So, gehen wir hier weiter. Dafür, dass die Insel von... Sieh mal, eine Zwillingspalme. Was? Hm. Oh. Und nun? Was soll mir das sagen? Patty, wenn du so schlau bist, dann sag mal ein bisschen mehr. Ja, und. Am Tagebuch, da stand nichts von irgendwelchen Zwillingspalmen oder sowas. Wir gucken uns natürlich jede Ecke hier an. Und links oder geradeaus? Geradeaus, was? Schwarzer Oleander. Nehmen wir mit. Jo, wo geht hier hinten das... Ey! Goldklee fast vergessen. Doch ein Kroko. Was ist da? Kroko? Ich helfe dir. Gut gemacht. Jo, dankeschön. Ja, deswegen musst du Patty aber nicht dich anmachen. Machen wir später auf dem Schiff mit Charlie zusammen. Ich bin bei dir. Was denn schon wieder? Ich bin bei dir. Was machst du denn da drüben? Deswegen ist es gar nicht so verkehrt, dass wir jetzt erst hier sind. Hi! Oh, okay. Hier gab es bloß wieder Fallen in Form von Krokus. Soll mir natürlich nur recht sein. Dadurch haben wir wieder ihr Ruhm eingesackt. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Es war auf einmal weg aus meinem Kopf. Goldbeutel. Dieses Grab ist bestimmt ein weiterer Hinweis. Laut den Notizen deines Vaters müssen wir hier zweimal entlang. Zuerst müssen wir den Truhenschlüssel finden und danach den Schatz. Gut, dann los. Ach so, warte mal. Genau. Ich sag ja, Betty ist schlauer als ich. Tagebuchseite. Der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Vermerk, ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nisa gegeben. Seite 3 ist in den Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Warte mal, nee, mach mal auf hier. Tagebuchseite, wir haben aber die Seite 1 nicht. Der Schlund der Erde ist tödlich, nur wer den rechten Weg geht, wird bestehen. Ich bin aber linken Weg gegangen. Zum Schlüssel. Am Totenpfahl nach Süden, also das wird das Ding hier sein. Totenpfahl nach Süden, an der Zwillingspalme nach Norden, am Grab nach Norden, vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. So, am Monolithen nach Süden. Okay, wir sind jetzt am Grab. Gehen nach Norden. So, wo ist Norden? Da. Nee. Da lang. Am Grab nach Norden. Machen wir. So.
Die Frage, dieser Monolith scheint der letzte Hinweis zu sein. Monolith? Ach, der hier. Warte. Das hatten wir doch gerade. Quatsch. Ja, Tagebuchseite. Am Monolith nach Süden. Wäre da lang. Ich bin wieder zu dumm, um mitzukriegen, dass wir den Pfad tatsächlich einstecken haben. Na egal. Wie gesagt, soll ja nicht unser Schaden sein. Dafür haben wir hier Expert gekriegt im Fall von Ruhm. Guck mal, da steht was. Jetzt wird hier auch gleich irgendwas hier angreifen. Das ist unser Schiff dort. Das ist unser Schiff. Die Hispaniola. Die Black Betty. Karanus. Irgendwas wird mir doch gleich hier tierisch auf die Eier gehen. Ja. Mangroven-Dschungel. Endlich. Jetzt haben wir es fast geschafft. Wir müssen nur noch das richtige Grab ausbuddeln und wir sind am Ziel. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Du bist doch der Rätselexperte. Sieh dir einfach mal die Gräber und den letzten Hinweis von meinem Vater an. Seit wann bin ich ein Rätselexperte? Ich mach das auch nur per Zufall. Guck mal hier. Ramsey, Wallace, was? Tubbings? Sowas ähnliches hatten wir schon mal bei Risen 1. Jo, wir speichern natürlich erstmal. Wenn alles schief geht, natürlich laden. Jo. Seite 1, was? Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar. Der andere ist tödlich. Ja, das kennen wir ja schon. Ich habe nur diese Seite behalten. Die andere habe ich Inesia Seite 1 habe ich Inesia gegeben. Seite 2 habe ich auf Faranga versteckt. Dritte Seite ist in der ersten Tempelruine. Warte mal. Dogbart. Stubbings. Wallace. Ramsey. Ich warte gerade die Schlaueste der Sache. Ein Tagebuch vielleicht? Unnil ist die Erkenntnis meiner größten Körperfahrt. Keine Ahnung. Seite Tagebuchseite 4, belastender Brief, Passierschein. Wir haben auch keine 50, wir haben bloß die 4 Tagebuchseiten. Oder innerhalb eines Grabes, die anderen sind tödlich. Seite 1 habe ich Inesia gegeben. Vonesia. Wir haben wohl keine Seite 1. Seite 2 habe ich Faranga versteckt. 3 ist in der ersten Tempelruine. Seite 2 und 3 haben wir. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir haben gespeichert. Wir machen jetzt einfach per Zufall. Komm hier. Fangen wir mal mit Wallace an. Das ist falsch, oder? Hä? Wir können aber auch nichts drücken oder sowas. Ich weiß gerade nicht weiter. Du hast alles, was du brauchst. Mehr Hinweise hat mein Vater nicht hinterlassen. Aber ich verstehe das Rätsel nicht. Du hast doch sonst auch immer alles verstanden. Lies dir nochmal genau den letzten Hinweis durch. Und dann vergleiche ihn mit den Namen der Gräber. Die Lösung ist bestimmt genau vor deiner Nase. Ja, du bist ganz witzig. Das Problem, das macht aber auch nichts. Tagebuchseite. Ja, Faranga. Ja, es ist ja richtig. Namen der Gräber. Der einzige Name, den wir hier sehen, ist Nesia. Jetzt habe ich Nesia gegeben. Nesia. Wir haben aber nur 4 Gräber hier. Oder ist hier hinten noch was? Das Problem ist,
keiner, der Name taucht hier irgendwo auf. Kann ja aber auch nichts machen. Das ist gerade das Problem an der Sache. Warte mal. Wir sind nach Norden gegangen. War das jetzt auch die richtige Richtung? Nützbares. Tagebuch Seite 2. Der Schlüssel zum Glück. Jetzt bin ich wirklich zum Grab gegangen. Am Grab nach Norden. Zumindest war ich nach Norden. Am Grab nach Norden. Vom Schlüssel zum Glück. Bescheuert, warte mal. Wir standen bei Seite 2. Der Schlund ist tödlich. Hä? Vom Schlüssel zum Glück. Am Grab nach Süden. Am Monolith nach Süden. Wir sind doch am Grab nach Norden gegangen. Und dann kam auch ein Monolith. Am Grab nach Norden. Eine Zwillingspalme, warte mal, wir gehen mal zurück. Ich will nicht jetzt in irgendeine Lösung gucken oder sowas. Wir machen das einfach mal. Wir rätseln jetzt einfach mal. Mal gucken, ob wir zum Grab zurückkommen. Da gehen wir mal nach Süden. Wo war jetzt der Monolith? Der war hier vorne. Das Ding hier, oder? Ja. Das Grab, wir sind gerade... Hier ist das Grab. Wir gehen mal nach... Norden. Hä? Dankeschön, haben wir es mal geschafft, ohne getroffen zu werden. Jo. Was haben wir hier? Ist das zusammenpacken wieder, sagt sie immer. Und was macht sie? Die rennt irgendwo rum. Was steht denn hier? Keine Ahnung. Zusammenpacken wir das. Jo, dankeschön. Ich glaube, da vorne hat was im Wasser gefunkelt. Ja, bin ja schon dabei. Warte. Auch wenn wir den Schatz, dann haben wir ja gerade. Wir gehen noch alle Ecken hier ab. Ich habe ja gesagt, wir grasen ja alle Inseln ab. Oh, hat ja was im Wasser gefunkelt. Was ist denn hier? Das ist die Karte. Schlüssel. Schatzkarte. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Den Schlüssel haben wir hier. Tagebuchseite. Wo ist der ganze Plunder? Karte. Hat er sich das jetzt hier irgendwo reingeschrieben? Passierstein. Tagebuchseite 4. Nee. Was er da ist? Tagebuch? Unleserlich? Hä? Warte mal. Logbuch. Sturminsel, Schatzinsel. Achso, ja, müssen wir noch abgeben beim Eldrick. Ballerachs Verrat, habe jetzt Beute. 10 frische erbeutet. Was ist das denn? Hä? Eine Gruppe Piraten haben Hobbits, Habibs. Jagdbeute gestohlen. Ohne. Ach so, Schatz. Das gehört zur Schatzinsel? Stahlbarts Schatz. Die richtige Truhe. Auf meiner Karte kann ich den Aufenthaltsort des Grabes sehen. So. Da gucken wir mal. Ach Quatsch. So. Hier sind. Das ist die Schlucht. Schön, jetzt haben wir endlich eine Karte.
Und zwar hier Mangroven. So, jetzt sind wir hier. Hier wollen wir dann gleich wieder hin. Wie gesagt, wir gucken die ganze Insel nochmal ab und das ist dann hier die Schlucht. Hier sind wir reingegangen in das ganze Ding, oder? Okay. Schlüssel haben wir auch. So, wie war das jetzt mit der, warte mal, die richtige Truhe. Patty. Jawohl. Patty ist eine geile Truhe. Oder wie? Nee, Mensch. Ja, wie gesagt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich können wir jetzt erst buddeln. Fluchpuppe, Fackel und Rum nehmen wir mit. Ja. Haben wir noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Vor allem Patty sagt noch, da funkelt was im Wasser. Das war aber auf dem Wasser. Über dem Wasser. Jo, Magiebeere muss mit. Jo, jetzt kommen wir gleich wieder zum Grab, klar. Dann geradeaus zum So, jetzt gehen wir tatsächlich erst nach Süden. Ach, oder? Ich habe das doch richtig gedreht vorhin oder oben, oder was war los? So, hier haben wir den Monolithen, hier gehen wir gleich die Richtung. So, na komm! Bewegung! So, jetzt müssten wir eigentlich ja schaufeln können. Aber deswegen bin ich immer noch nicht schlauer, was hier das ganze Ding angeht. Überriechender Brief, Tagebuchseite. Nesir. Tja, Nesir. Der einzige Name, den ich hier lese. Die anderen sind tödlich. Nesir, Resin soll es irgendwie. Nesir. Ramsey, Wallace, Dubbings. Wisst ihr was? Abspeichern, einfach mal probieren. Falls jemand den Hinweis rauserkannt hat, kann mal schreiben und mich eines Besseren belehren. Wenn wir jetzt schön schwer. So, wir buddeln jetzt. Wir machen die gleich auf. Wir buddeln erstmal alle aus hier. Speichern wir nochmal ab. Weil jedes Ausbuddeln gibt auch nochmal Punkte hier. Das ist doch schön. Warum sollen wir uns die durch die Lappen gehen lassen? Sehe ich überhaupt nicht ein. Komm schon! Jo, guck mal, 100 Ruhmpunkte. Wie viel haben wir jetzt? Blablabla. 6444. Mach mal. Warte mal, die dieser Schädel und so, die Flasche. Ist das vielleicht ein Hinweis? Dann wollen wir doch mal sehen. Ja, ja, warte noch mal ab. So. Ich meine, bei Risen 1, da war das irgendwie noch rauszukriegen von den Namen, aber hier steht da nichts weiter drauf. Steht nur der einzige Name Nesir, aber den. Nesir. Anagramm an irgendeinen anderen Namen hier. Ramsey? Nee.
ganz schön schwer. So, Schatz. So, dann haben wir Wallace. Nee. Oh, speichern. Machen wir Speicher. Platz. So. Warte mal, ist hier im Questlog noch irgendwas verankert? Stahlwarz Schatz. Die richtige Truhe. Ich muss rausfinden, welches Grab. Ja, Questlog. Patty. Ja. Ich verstehe das Rätsel nicht. Du hast doch auch immer alles verstanden. Ja, ist doch was. Ich hab gerade gespeichert. Komm hier, ja. Selten den. Halt die Schnauze, du blöde Gans. Oh, ganz rechts war es nicht. Oh, es wird die letzte sein, die ich aufmache. Alles klar, wunderbar. So, Familienerbstück, was haben wir denn da? Unverkäuflich, gehöflich. Gibt Piraten, also das, was wir anhaben. So, was haben wir hier noch? Verlobungsring, den geben wir natürlich Betty. Ich gucke mal unten hin, das, was wir anhaben. Ein kleiner Ring, in dem der Name Greg eingraviert ist. Hat nichts mit der Gothic-Welt zu tun. Nein! So, Rubin. Saphir. Gold. 2000 Ocken hier. So, Karte der Schatzinsel, Dankeschön. Piratenalmanach. Gut, nehmen wir natürlich alles mit. Stahlwarz Schatz, Piratenalmanach. Piratenalmanach gucken wir uns direkt an. So. Ich glaube, mit dem Greg jetzt, das war eigentlich wieder so ein Hinweis. Wie gesagt. Die brauchen mir nicht erzählen, dass hier, dass die hier sich das nicht zusammen gedacht haben damals mit Gothic und der Risen Welt. Das können sie dementieren, können Piranha Bytes, das könnt ihr dementieren, wie ihr wollt. Also, da diese ganzen Parallelen, die sind eigentlich noch viel zu offensichtlich. Auch wenn ihr das von offizieller Seite nie bestätigen wollt oder nie bestätigt habt. Aber für mich ist das irgendwo in der Gothic-Welt mit verankert hier, das ganze Ding. So. Weitere Hinweise sehen wir aller spätestens dann bei Risen 3. So, Piratenalmanach. Wo ist das Ding? Stahlwurz? Piratenalmanach. Können wir das gar nicht einsehen oder ist das hier nur. Ja, gut, warte mal. So, Patty. Und? Was ist jetzt? Ich habe in dem Schatz einige Goldsachen und einen Edelstein gefunden. Außerdem etwas Schmuck. Ich nehme den Schmuck. Da könnte etwas dabei sein. Den Rest kannst du behalten. Wieso teilst du eigentlich die Beute auf? Weil das der Schatz meines Vaters ist und du ohne mich gar nichts davon wüsstest. Also, her damit. Hier hast du den Schmuck. Ja, das ist genau das, was ich immer gesucht habe. Ein uraltes Familienerbstück der Stahlbarts. Und der Ring, den mein Vater meiner Mutter zur Verlobung schenkte. Ich danke dir, mein kleiner Held. Ohne dich? Ja. Ich will nur sagen. Was denn? Ach, nichts. Hm? Jetzt sag schon, das wollen wir wissen. Jetzt sag schon. War nicht so wichtig. Ja? Ich höre immer noch. Schon gut. Patty. Ich meine, wir sind doch ein richtig gutes Team, oder? Das sind wir wohl. Danke, dass du da bist. Ich kann dich echt leiden. Ich meine, jetzt, wo mein Vater tot ist, ist alles nicht einfacher geworden. Dafür hat man Freunde. Ja, das stimmt. Naja, dann lass uns mal weitermachen. Wie, das war jetzt alles? Was hast du erwartet? Naja. Das hättest du wohl gern. Los, ja. Weiter jetzt. Okay, dann würde ich mal sagen, sind wir eigentlich an einem ganz guten Punkt hier angekommen. So, das war natürlich ein indirekter Heiratsantrag von Betty an den Kerl. Jo. Macht zumindest den Eindruck. Naja, gut, egal. So, Greg.
Wie gesagt, das mit dem Ring und direkt Greg. Ich meine, ob das nur direkt eine Anspielung sein soll oder direkt hier ihn als den Greg aus outen soll, den wir von Gothic 2 kennen. Sei dahinter hingestellt. Soll sich jeder dazu seine eigenen Gedanken machen, aber meine Meinung ist dafür eigentlich, dass hier doch irgendwo das hier eben, auch wenn es eine eigene Spielerei ist, doch irgendwo in diesem Universum angesetzt ist. Nur, ob offiziell bestätigt oder nicht. Nur, ich mache mir da eigentlich meine eigenen Gedanken dazu. So, bevor ich jetzt die ganze noch mal fünfmal wiederhole, Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge grasen wir noch den Rest der Schatzinsel hier ab, finden noch den Harlock und brechen ihm das Genick. Damit Dankeschön fürs Zusehen und ciao!